War es kreativ, als Kleopatra Bienen in ein schlauchförmiges Objekt sperrte, um sich damit selber zu befriedigen? Ja, ich denke schon. Hallo meine lieben Freunde, ich wollte heute ein bisschen über Kreativität sprechen. Was ist denn eigentlich Kreativität? Weil das kann man nicht einfach so googeln, weil da kommt irgendwas von Gehirn und Lösungsweg und Prozess und Intelligenz und ja, okay, auch, aber irgendwie ist ja alles auf irgendeine Weise kreativ. Ich meine, okay, jetzt hier im Daniel da zu sitzen ist nicht besonders kreativ, schließlich ist es gerade Wiesenzeit, aber ich hatte halt Bock und ich hatte endlich mal einen Grund, das wieder anzuziehen. So. Kommen wir aber wieder zurück zur Kreativität. Für mich gibt es hier so zwei Seiten. Die eine Seite ist diese wissenschaftliche Kreativität, wo man, ich meine, kreativ sein heißt ja irgendwie was kreieren oder so. Und für mich ist die wissenschaftliche Seite ist auch kreativ, weil man muss ja auch etwas erfinden. Zum Beispiel ein Heilmittel gegen AIDS oder Krebs, was man ja auch erfinden oder eben zuerst finden muss. Und das hat für mich auch eine kreative Seite, weil es halt, man benötigt es und man muss sich was schaffen, was man will. Man will es ja heilen, deshalb braucht man etwas dagegen. Und es ist ein Erfindungsprozess und alles, was irgendwie ein Prozess ist, ist automatisch auch ein bisschen kreativ. Auf der anderen Seite ist da diese fantastische Kreativität, wo man halt etwas erschafft, weil man seine Fantasie freien Lauf lassen will. Also ich finde auch, darunter gehört auch, wenn ihr im Unterricht in die Schulhefte malt, dann lasst ihr auch eure Fantasie freien Lauf, weil ihr eben was in euer Heft zeichnet, was in eurem Unterbewusstsein oder so gerade rumschwirrt oder ja, ihr wollt halt dem gerade Ausdruck verleihen. Der gemeinsame Nenner ist halt, dass man etwas erschafft, dass man etwas kreiert. Und ich frage mich zum Beispiel auch an ein Werbeplakat. Ist das kreativ? Weil einerseits ist es eine Art von Kunst, weil man, ja, es muss ja auch stimmen, ja, es muss ja einen anziehen. Andererseits ist es pure Berechnung, weil es aus psychologischen und wissenschaftlichen Studien und Umfragen und besteht. Es ist so, ich weiß nicht, ich kann das nicht so richtig einschätzen und trotzdem ist es kreativ, weil man ja auf dieser Basis, dass man irgendwelche Studien hat, kann man nicht eine Werbung gestalten. Das geht nicht. Und deshalb, es braucht auch diesen Prozess. Und jetzt ist halt die Frage, die Ideen dahinter. Wie kommen die, wann kommen die und so weiter. Und wie oft kommen die? Ist es kreativ, wenn man auf dem Fingerschnippen hin eine Idee hat und sofort was liefern kann? Oder ist es dann kreativ, wenn man sich von äußeren Einflüssen einfach beeinflussen lässt und von stimulieren lässt, wenn man einfach im Unterbewusstsein weiter sich, das einfach offen ist für alles, was um einen geschieht und dann mit der Zeit irgendwie, nach 2, 3 Monaten, nachdem man an was gedacht hat, ist plötzlich die Lösung da. Für mich ist das auch kreativ. Ich meine, es ist der Prozess an sich, der kreativ ist und nicht das Endergebnis irgendwie. Und ja, ich will jetzt von euch wissen, wie schätzt ihr euch ein? Seid ihr kreativ? Oder denkt ihr, ihr seid überhaupt gar nicht kreativ, weil ihr gestalterisch nicht gut seid oder so? Weil ich zum Beispiel, ich merke auch immer wieder, ich würde von mir jetzt nicht unbedingt behaupten, ich bin kreativ, aber ich höre es von allen Seiten. Und wenn ich dann so wirklich das objektiv betrachte, sage ich jetzt mal, muss ich sagen, ja doch, es hat was Kreatives, was ich mache, weil eine Zeit lang hatte ich extrem meine Mühen, Ideen zu finden. Das war aber, weil ich mich zu sehr mit wissenschaftlichen Texten zugemacht habe. Ich habe mich einfach eingesperrt in diese Wissenschaft irgendwie. Und ich denke, man kann kreativ bleiben. Man bleibt so in dem drin, wenn man das immer und immer wieder zulässt und man immer und immer wieder macht, weil irgendwie es ist nicht wie Fahrradfahren. Man verlernt es irgendwie. Aber ich denke, man kann gerade dann kreativ bleiben, wenn man halt das auch zulässt, wenn man etwas macht, wenn man sich ein Hobby sucht, wo man das ausleben kann. Ich meine, Fotografie, es kann durchaus positive Einflüsse auf allgemeine Kreativität haben, sage ich jetzt, weil da muss man
Perspektiven suchen, Verschiedenes ausprobieren und alles aus dem Ausprobieren und diesen Prozess halt zu tun hat, etwas Neues zu erschaffen, ist kreativ. Und das kann Einflüsse haben auf andere Sachen. Es kann zum Beispiel, ja, ich betrachte etwas aus einer ganz anderen Perspektive bei einem Problem, das irgendwie wissenschaftlich ist. Dann nimmt man das so rüber in eine andere Situation und das kann durchaus sehr positiv sich auswirken. Kommen wir nochmal kurz auf diesen Prozess der Kreativität zurück. Muss etwas, das ich schaffe, sofort passieren? Oder muss man alles selber erfinden? Weil ich finde, man kann sich doch durchaus von außen beeinflussen und inspirieren lassen. Das mache ich andauernd. Ich schreibe ja zum Beispiel diese Geschichte, ich will es ja noch gar nicht Buch nennen, aber in der Tat sollte es mal das daraus werden. Und ich schreibe seit 3,5 Jahren daran. Der Anfang gefällt mir überhaupt nicht mehr, ich werde das alles unbedingt umschreiben. Aber ich bin immer noch dran, ich bin immer noch dabei und ich suche immer noch nach Orten, die mich inspirieren. Und dadurch, ja, muss ich halt, ich kann nicht suchen danach, weil ich nicht weiß, was es für Orte sind. Aber wenn ich was sehe, per Zufall, dann inspiriert mich das mehr, als wenn ich irgendwie was suche. Und das ist auch so was Wichtiges. Man muss halt einfach das zulassen. Und man darf nicht suchen krampfhaft, weil dann, wenn man sich so verkrampft, dann ist alles weg. Dann ist Ende Gelände. Und ja, deshalb ist auch mein Tipp zum Kreativsein einfach, dass man immer dranbleiben sollte. Weil es eben, ja, irgendwie, man muss sich ausleben ein bisschen, weil, es ist so schwierig zu sagen irgendwie, weil man kann es tatsächlich verlernen und wenn ihr das nicht wollt, dann bleibt dran. Es ist egal, wie ihr eure Kreativität auslebt, malt, zeichnen, Fotografie natürlich, was man da alles machen kann, ne, mit Fotografie. Oder auch schreiben, so wie ich zum Beispiel. So, jetzt habe ich aber wieder genug gelabert über Kreativität und blablabla. Ich möchte jetzt ganz, ganz gerne von euch wissen, was ihr tut, was ihr Kreatives tut in eurem Leben. Oder was ihr eben tut, um kreativ zu bleiben, wie ihr es auslebt, was euch inspiriert. Und weil es ist auch immer sehr, sehr schwer, irgendwie neue Ideen zu finden oder so. Ich merke es manchmal auch nicht mehr so, weil ich bin mittlerweile so drin, dass die Ideen irgendwie automatisch auf mich einströmen. Und ich habe dann mehr Ideen als Gelegenheit, Videos darüber zu machen. Und ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr euch inspirieren lasst oder wo. Ein Platz ist auch immer gut, zum Beispiel unter der Dusche werden ja ganz, ganz furchtbar viele Leute immer furchtbar kreativ. Und ja, da ich auch immer angefragt werde, ja, woher kriegst du die Ideen, lasst doch euren Gedanken mal freien Lauf. Schreibt es unten in die Kommentare, wie ihr auf Ideen kommt und so weiter. Und ja, diskutiert mal eine Runde und dann würde ich sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich habe bald Ferien, ich gehe nach Barcelona. Und ja, das hat aber, denke ich mal, nichts zur Sache. Ihr werdet euer Video kriegen. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch ein ganz, ganz schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao!